Grüß Gott zu einer neuen Minutenpredigt heute am 15. Januar. Sie hören die Glocken, die um 12 Uhr bei uns in unserer Gemeinde immer läuten. Diese Glocken stehen nicht nur dafür, dass die Leute eingeladen werden zu beten, nämlich den Engel des Herrn, sondern sie stehen auch für die Sehnsucht der Menschen, dass wir diesen vom Engel verkündeten Messias, diesen Heiland, auch wirklich in unserer Welt brauchen. Sie stehen für die Hoffnung so vieler Menschen, die sich wünschen, dass doch eine Friedensordnung, dass doch eine frohe Gemeinschaft, ein Friede in dieser Welt wäre. Sie stehen dafür, dass wir aber auch als Christen unsere Sehnsucht nach diesem Gott nicht verlieren. Denn sie laden uns ja, solche Glocken, immer wieder zum Gebet und zum Gottesdienst ein. Sie wollen uns nicht aus dem Schlaf rütteln, weil wir einfach zu faul wären, sondern sie wollen uns aus dem Schlaf rütteln mitunter, damit wir die Sehnsucht nach Gott nicht verlieren. Deswegen läuten bei uns die Glocken. Deswegen erschallt in unseren Gemeinden jeden Tag zu verschiedenen Stunden diese einladende Melodie, die aus Locken unserer Kirchtürme dann zu uns kommt. Sie soll sie, wenn denn überhaupt, stören, nur aus ihrer gemächlichen Gottvergessenheit und aus der Bequemlichkeit, das Leben ohne Gott bewältigen zu wollen oder zu meinen, dass man ihn gar nicht braucht. Die Sehnsucht nach Gott sollen sie anheizen, so wie es eben tatsächlich auch zu Zeiten des Johannes des Täufers gewesen ist, der in seiner Verkündigung, und davon hören Sie im heutigen Evangelium, immer wieder von dieser Sehnsucht nach dem Messias gesprochen hat. Nach mir kommt einer, der größer ist, und ich bin es nicht wert, in die Schuhe aufzubinden. Diese Sehnsucht, die kannte das Volk Israel noch. Inwieweit haben wir noch die Sehnsucht nach diesem Gott, dass er wirklich kommt, dass er wirklich da ist, dass er wirklich in unser Leben etwas tut? Glocken sollen diese Sehnsucht ja so ein bisschen wachhalten. Wenn sie sie stören, sollten sie sich vielleicht mal überlegen, ob nicht sogar diese Sehnsucht bei ihnen gestört ist und ob sie noch einmal neue Sehnsucht entwickeln könnten. In diesem Sinne, lassen Sie sich von den Glocken durchaus wachrütteln und lassen Sie die Sehnsucht wieder bei ihnen wachsen. Das ist das, was uns Christen ausmacht. Einen schönen Sonntag.